Sie stehen an vorderster Front bei der Verteidigung Amerikas. Sie sind beste Freunde. Fertig, Captain? Extremer Tiefflug und los geht's. Verbissene Konkurrenten. Ausgezeichnet! Beinahe so gut wie ich. Bereit, die Nation vor jeder Bedrohung zu schützen. Wir fliegen mit Nuklearwaffen. Du stehst drauf, die Macht Gottes in Händen zu halten. Nicht heute Nacht, Kumpel. Aber was ist, wenn der Feind einer von ihnen ist? Scheiße, was soll das? Die Maschine ist gecrashed. Kommt hierher! Wir haben hier einen Broken Arrow. Ein Broken was? Es ist der Code für eine verloren gegangene Kernwaffe. Ich weiß nicht, was erschreckender ist, dass wir eine Kernwaffe verloren haben oder dass es so oft vorkommt, dass es einen Begriff dafür gibt. Nur eins ist noch gefährlicher als das, was er weiß. Sie glauben, der Kern liegt offen. Sie schicken den nuklearen Notsuchtrupp her. Bis die uns gefunden haben, sind wir weg. Und zwar das, wozu er entschlossen ist. 250 Millionen Dollar bis 0900 Utah-Zeit. Wenn sie nicht zahlen... Großer Gott. Keine Ahnung, was der ganze Wirbel soll. Ist auch keine große Sache. Aber es gibt etwas. Bitte lächeln, Jungs. Wir können uns bald zur Ruhe setzen. Womit er nicht gerechnet hat. Ich bin mit seiner Art zu denken vertraut. Lassen Sie mich nach ihm suchen. Ausgezeichnet, Hell. Das nenne ich Kampfgeist. Würdest du bitte nicht direkt auf die thermonuklearen Waffen schießen? Was tun wir jetzt? Gibt man dreimal den falschen Code ein, entschärft sie sich von allein. Es sei denn natürlich, ich hätte das vorausgesehen. Du hast gerade einen nuklearen Sprengkopf aktiviert, mein Freund. Die Uhr tickt. Wie wär's mit einer Cola oder sowas? John Travolta. Du verlierst. Christian Slater. Du bist völlig irre. Ja, ist das nicht cool? Operation Broken Arrow. Ein John Woo-Film.